Dieselstraße 41 Gersthofen, eine Stadt an Augsburg angebaut. Hier hinter mir befindet sich unser Bürokomplex, 875 Quadratmeter Bürofläche, moderne klimatisierte Büroräume. Und heute nehmen wir euch mal mit auf unsere Roomtour und zeigen euch, wie unser Büro von innen ausschaut, was da so hinter den Kulissen passiert, wie die Architektenabteilung ausschaut, unser Filmstudio, unsere Empfangshalle, unsere Büros. Und ja, kommt einfach mal mit, ich zeig's euch und dann schauen wir mal, wer alles schon da ist. Ja, wir haben jetzt ganz in der Früh, sind noch nicht viele Leute da. Der Empfang ist immer erst ab 9 Uhr besetzt. Wir stehen hier eben in unserer komplett verglasten Empfangshalle. Hier ist der Empfang und da werden dann unsere Gäste empfangen. Wenn dann Gäste sich auch angemeldet haben, werden die Fernseher hinter uns dann komplett auch bestückt mit den Namen herzlich willkommen. Hier geht es dann die Treppe hoch zu den Büroräumen, das schauen wir dann gleich hoch. Und auf der drübrigen Seite, da gehen wir jetzt mal rein, haben wir zwei Besprechungsräume, einen großen und einen kleinen. Und hier sind wir jetzt im großen Besprechungsraum. Ja, klimatisiert hier oben, Fernseher, wenn wir Meetings haben, hier halten wir dann unsere Marketing-Schuhe fix ab, auch wenn Kunden uns im Haus besuchen, wenn Gespräche von den Maklern stattfinden, die ja auch oben im linken Trakt sind, hier die Bricks and Mortar Immobilien Augsburg. Und wir können auch die Lamellen hochfahren. Ja, Top-Beleuchtung und ein sehr, sehr moderner Besprechungsraum. Und wenn wir mal weiterschauen, dann geht es hier hinten in die Küche. Ich weiß jetzt nicht, ob aufgeräumt ist, aber ihr seht, das ist wirklich echt gemacht und nicht gefaked. Meistens schaut es in den Küchen sehr, sehr wild aus. Hier geht es einigermaßen. Es ist auch noch 9 Uhr in der Früh oder kurz vor 9. Daher, hier können die Mitarbeiter kochen. Hier haben wir oft auch Empfänge, wo dann die Sachen vorbereitet werden für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter-Events, all die Themen. Und dann haben wir hier hinten noch den ersten Sales-Raum. Da finden dann die Verkaufsgespräche vom Coaching, vom Training statt. Das ist dann die Rückwand, wo man dann ja, der eine oder andere vielleicht schon gesehen hat. Und wenn wir auf die andere Seite schauen, haben wir noch zwei Verkaufs-Telesales-Räume, wo unser Sales-Telesales, also sprich Telefon eben sitzt und den ganzen Tag mit unseren Kunden bundesweit telefoniert, sowohl im Maklerbereich auch wie im Coaching-Bereich. Hier drüben seht ihr dann ganz, ganz viele Bücher, die haben wir da so reingestellt und hier seht ihr dann, so schauen diese Räume eben hier unten aus. Wir befinden uns unten im Erdgeschoss, das ist alles noch sehr, sehr ruhig hier, weil hier wirklich nur, wenn Kunden da sind, ja, und Sales-Gespräche ab 10 Uhr hier beginnen, dann geht es hier los. Und jetzt schauen wir mal hoch und ja, kommt mal mit, dann wird es nämlich jetzt spannend. Gläserne Treppe, macht immer Spaß hier hochzulaufen, weil wir dann in die Empfangshalle hier kommen, sage ich immer, ist unser Atrium. Und in dieser Empfangshalle sind ein paar wunderbare Trikots von Augsburg und FC Bayern. Das ist so der Verein, den man hier in Bayern eben verfolgt. Hier drüben seht ihr unsere Unternehmenskultur, unser Organigramm und die Philosophie. Auf der linken Seite ist dann Bricks and Mortar Augsburg, unser klassisches Immobilienvertriebsbüro. Und hier drüben sitzt unser Backoffice. Da schauen wir mal rein, da ist die Kerstin, die kennt der eine oder andere, die Eva, meine Assistentin. Und ja, dann gehen wir mal zu mir ins Büro rein, dass ihr auch mal seht, wo ich täglich arbeite und hier über diesen Schreibtisch eben alles läuft. Sehr, sehr schönes Büro, fühle mich auch sehr, sehr wohl hier. Und ja, schaut euch mal diesen Blick an, den ich hier jeden Tag genießen darf. Sehr, sehr außergewöhnlich. Ich würde sagen, das sind bestimmt 10 Quadratmeter Fensterfläche. So, und dann schauen wir mal weiter. Kommt mal mit, jetzt gehen wir mal live ins Studio. Wir haben nämlich gerade aktuell Sales Call mit dem Björn. Wir schauen aber vorher hier noch rein. Da sitzt der Leon. Leon, sag mal hallo. Wir machen gerade eine Roomtour. Liebe Leute. Genau, liebe Leute. Das ist sein Büro, wo auch Sales stattfindet. Und wenn wir jetzt mal hinterlaufen, dann schauen wir da jetzt gleich mal rein. Aber jetzt kommt mal mit. Ich zeige es euch erst mal vorne weg. Wir haben hier auf der linken Seite komplett die Makler sitzen, die alle noch nicht da sind. Der erste ist schon da, den winken wir. Und dann sind wir hier eben in dem einen Teil und ja, hier sind nochmal 12 verschiedene Büros.
wo dann so langsam die Leute eintrudeln. Und dann gehen wir jetzt mal ins Studio und überraschen jetzt die mal. Kommt mal her. Das schaut nämlich dann so aus, von außen. Ist jetzt gerade live. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen, was die so sagen. Top, passt alles. Top, sehr, sehr gut. Konntest du schon die ersten Sachen bearbeiten? Hattest schaut mal rein. Termine durch uns? Nee, Termine hatte ich jetzt noch nicht. Aber ja. Jetzt sind wir gerade live und einfach mal mitkommen. Spätestens in der nächsten Woche dann ergeben. Dürfen wir euch mal ganz kurz stören? Hallo, wir machen gerade eine YouTube-Roomtour und der Olli filmt uns jetzt gerade und ich bin auch gleich wieder weg. Entschuldigung, dürfen wir euch stören. Ich verstehen. Olli zeigt dich. Ach so, ich muss hier. Wir unterbrechen ganz kurz, weil der Olli gerade eine Roomtour macht und wir sind auf YouTube gerade. Ist auch keiner von euch zu sehen. Wir machen gerade nur eine Bürotour. Wer Lust hat, bei YouTube anschauen. Wir sind auch wieder weg. Tschüss. Ciao. Entschuldigung. Kein Thema. So, also kommt mal mit und dann schauen wir weiter. Hier ist der Dennis. Dennis macht bei uns Primo National, das heißt neue Standortpartner, Betreuung der Partner, enger Austausch, vor allem unsere nationalen Investments laufen alle hier durch dieses Büro. Und das ist der andere Trakt von unserem Büro. Hier ist dann der komplette Sales. Wenn ihr jetzt mal hier schaut, die sitzen alle, telefonieren hier fleißig. Die fangen nämlich schon sehr, sehr früh bei uns an. Und ja, das ist Augsburg-Gersthofen, Dieselstraße 41. Hier findet sich eben die Investmentgesellschaft OPM, aber auch Bricks and Mortar Immobilien und unsere Unternehmensberatung für immobilienaffine Menschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt einen Eindruck bekommen, was wir hier so in Augsburg treiben. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir freuen uns. Bis dann, euer Maximilian.